Ja, der größte politische Erfolg in den letzten 4 Jahren war für mich, das war meine erste Wahlperiode, dass wir den Anregungs- und Beschwerdeausschuss für Bürgerinnen und Bürger zu einem Erfolgsmodell machen konnten, insbesondere wir Grünen. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich aktiv an der Stadtpolitik zu beteiligen und in dem Ausschuss mit uns Politikerinnen und mit der Verwaltung direkt ins Gespräch zu kommen und gute Ideen einzubringen. Und es ist mir gelungen, eine starke Stimme für die Menschen der Stadt im Ausschuss für Gesundheit und Soziales umsetzen zu können und auch Politik zu machen. Meine größte Enttäuschung und mein negativstes Erlebnis war, dass CDU und FDP es nicht geschafft haben, mit uns in den letzten Jahren das Flüchtlingskonzept für Düsseldorf zu aktualisieren und vorzuschreiben und dass wir es immer noch nicht geschafft haben, eine kommunale Beschäftigungsförderungskonzept für Langzeitarbeitslose auf den Weg zu bringen, letztendlich an FDP und CDU gescheitert. Für die nächste Wahlperiode wünsche ich, dass wir insbesondere mitgestalten können in dieser Stadt und dass wir die Forderungen unseres grünen Wahlprogramms 2014 bis 2020 dann auch umsetzen können. Ja, und dass wir weiterhin so eine starke Fraktion bleiben und noch ein bisschen stärker werden, als wir das bisher waren.